Hallihallöchen, liebe Freunde, und willkommen zum zweiten Teil meiner FIFA 19 Demo. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Anstoßmodus getestet, konnten da eine Champions League Partie spielen, Gruppenphasenpartie. Und ja, jetzt im zweiten Teil widmen wir uns mal The Journey Champions, dem neuen, ja, Story-Modus oder dem Story-Modus, wo weitergeführt wurde. Es gab es ja auch schon im 17 und im FIFA 18. Journey, und im FIFA 19, ja, ist jetzt somit das Finale erreicht, die letzte Story, wo erscheinen wird, mehr oder weniger das Finale. Wird Alexander die Champions League gewinnen oder zieht es ihn eher Richtung Nationalmannschaft? Und ich würde sagen, wir gucken einfach uns mal so ein bisschen an, so einen kleinen Einblick in The Journey. Übrigens, die Play First Trail Version im Origin Access Basic. Das heißt, ich kann The Journey 10 Stunden lang testen. Ich glaube, wenn ihr dieses Video aktuell seht, kann man am Montag die 10-stündige Vollversion runterladen. Und dann kann ich mit The Journey auch schon ein bisschen früher anfangen. Regulär kommt es ja erst am 28. September, glaube ich, raus. FIFA 19. Und ich freue mich ziemlich auf The Journey. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, in der letzten Episode bei FIFA 18 waren wir ja bei Bayern München zuletzt. Aber ihn zieht es wahrscheinlich zu Real Madrid. Ja, ich laber jetzt auch gar nicht rum. Ich starte einfach mal und wünsche euch viel Spaß bei dem kleinen Eindruck hier von The Journey Champions. Let's go! Okay, hier können wir noch einen Charakter wählen. Danny Williams ist natürlich immer dabei. Der war ja in den letzten Folgen auch immer dabei. Alexander ist natürlich der Hauptprotagonist und seine Schwester Kim. Und ja, die zwei können wir jetzt noch nicht auswählen. Aber wir wählen jetzt Alexander und spielen Real Madrid gegen Manchester United. Finde ich auch cool, dass man zwischen den drei Charakteren wählen kann. Lucky you avoided us in the draw, bro. Oh yeah, I know. It would have been awkward, wouldn't it? Getting knocked out to your old team. Yeah. Your dreams of Champions League glory shattered. I don't know how I could have lived with myself. I really don't. Moffat. Least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah, gonna be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye bye, mate. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo I'm is a in. must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody She's more been versed around the in... game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. Ist ja nicht so begeistert. Yes, Mom? Okay, wir sind schon bei Real Madrid. Also ist jetzt natürlich nicht der Anfang, ist jetzt einfach mal mittendrin. So ein kleiner Ausschnitt aus The Journey.
Alex, come on. Leave them. New player in the middle. Oh, come on. Those are the rules. Cool. Oh Mann. Das kennen wir doch. Ich war ja selber früher im Verein. Und ich hab's immer geliebt, wenn man in der Mitte steht. Da kriegt man nie den Ball. Oh. Normal muss man das so machen. Ganz schnell spielen. So, wir müssen wieder angreifen. Ja, läuft doch gut. Sehr gut. Fast 9000 Punkte. Kann sich sehen lassen. Would arrive. It's about to arrive now. Alex Hunter to come on as a substitute and getting his instructions from the boss. Well, it's about time as well. I think the game needs a change and certainly this young lad. Okay, die Boni haben sie weiterhin beibehalten. Das finde ich auch gut. So eine kleine Herausforderung natürlich, das immer zu erfüllen, was der Trainer einem vorgibt. Und das ist ja im echten Leben auch so, dass man immer sich verbessern sollte. This is Kroos. Real Madrid have given us away. Casemiro, his pass gobbled up. And we're inside the final 30 minutes. And the free kick Vorspiel. To Manchester United. Noch keine gelbe Karte. Glück gehabt. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz diesen Trainer aus. Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Spieleinstellung, wahrscheinlich Steuerungsanpassung. FIFA-Trainer ausblend, da ist er. Weil das nervt mich extrem. Ich bin jetzt nicht so der Anfänger. Ich weiß schon, was man drücken muss, um zu passen, um zu schießen. Matic has it. Well, regaining possession for his side cleverly. Hunter. Schöner Pass. Gareth Bale. Well, the cross was deep. Ah, Mann. Leider vorbei. And they'll have to throw it back in play. Under Herrera. The ball with Valencia. Now Casemiro. Tremendous intuition to win. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Und schöner Schuss von Hunter. Wow. Sehr gut. Und Eckball. Nee, doch nicht. Hä, der war darum aus. Hallo? Ja, wir müssen eine 8,5 erreichen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So 20 minutes to go. Carvajal. Bale. This is Kroos. Real Madrid moving the ball with. Schön gemacht, geiles Tor. Tolle Vorlage von Alexander. Und Real macht das 1:0 gegen Manchester United. Sehr gut gemacht. Schon haben wir eine 8,5. Das ist unser Ziel, wo wir erreicht haben. Oh.
Glück gehabt. Attempting to play catch up in this second half. Lee, what ought the priorities to be? Well, United will feel because the game is so close. There's another goal out there. More pressure, more balls in the box, more intensity, force the issue. Excellent challenge. Modric. Given away by Real Madrid. Gareth Bale. And plenty of time for Marco Asensio. Oh nein, das wäre fast das 2-0. Verdammt, Leute. Well, if that goes in, Derek, this game would have a very different complexion about it. But as it stands, it still could go either way. Ander Herrera. Antonio Valencia in possession. And Marco Asensio. Ah, kein... Oh Mann, ey. Kein Tor. This is Gareth Bale. Modric. Na, guter Versuch, aber leider. Smalling. And he's lost custody of the ball here. Alex Hunter. Hunter feeding it through. Oh nein, das ist nicht das 2-0. Oh Mann, aber nochmal Eckball. Kurz vor Schluss. Ah, 8,8 ist schon sehr gut. Well, he couldn't make his mind up, foot or head. He went for the header in the end. Should have gone for his foot. Ashley Young. The referee has decided that two additional minutes are in order. Toni Kroos. Casemiro. Hunter. Lovely ball. Oh, schöner Hunter. Pass. Gareth Bale. Flattered away. Jetzt müsste gleich Schluss sein. Sehr gut. Alles erreicht. Three points for Real Madrid. Yeah, only just Derek, wasn't it? But it was a good performance. Really good game to watch as well. I really enjoyed that. Just edged it in all. War jetzt kein glorreiches Spiel, aber. Egal, 1-0 gewonnen, 3 Punkte. Und unsere Leistung haben wir auch erbracht. Alles positiv. Ja, wir haben sogar noch unser Ziel übertroffen mit 8,5 und 8,8 haben wir erreicht. Eine Torvorlage haben wir gegeben, sehr gut. Ja, ich kann nicht meckern. Läuft super. After a long wait, you finally had your first taste of Champions League Football. You said it, mate. Finally. Champions League is where Europe's best players take the game to the next level, and I'm just so happy to finally be able to get my chance to do just that. So you feel as though you belong? Bang on, mate. Best believe I belong. Thank you, Alex. Yeah. Okay, Leute. Ja, das war dieser kurze Eindruck schon von The Journey Champions. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann ja, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wie gesagt, am Montag wird The Journey Champions fortgesetzt. Da kann ich, wie gesagt, 10 Stunden schon die Trial-Version testen. Und ja, freut euch drauf auf weitere Duelle, eventuell noch mit dem Ultimate-Team. Mit diversen Kollegen, gegen die ich dann spielen darf. Und auch andere Let's Plays, wo auf meinem Kanal noch zu sehen sind. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein!